wieder natürlich zu einer neuen Runde Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos, Freunde. So, der Tag beginnt. Bei mir ist jetzt schon Abend. Ich war den ganzen Tag unterwegs, bin heute 230 Kilometer mit Motorrad gefahren. Und jetzt hungert es mich ein bisschen im Spiel und auch in Real. Baby. Herzlich willkommen. Ja, Freunde, ihr seht selbst, wie die Möwe den Burger verschlingt. Wir halten uns bedeckt. So, der kommt wieder rein da. Guck mal, so mache ich das immer. Ich manage das immer hier, Leute. Ein Hühnchen kommt raus. Mache ich ein Level up, ne? Und jetzt so, den mache ich mal im Platt, weil wir Fett brauchen. Fleisch. So, die Möwe futtert ein bisschen und wir zocken hier schon mal weiter, Freunde. Es sind auch online ein paar Spieler, glaube ich. Hier, Biker 118 und Grüne Bar ist auch online. Wir spielen gerade abends um 21 Uhr. Geil, da hat hier Laus, Freunde. Am Wochenende, das ist auch mal schön, ne? Dann freuen sich immer die anderen Spieler, wenn wir ja, am Wochenende abends auch mal zocken. Ne? Das kommt, glaube ich, auch immer ganz gut. Dann haben die meisten Leute ja ein bisschen Zeit und Bock zu entspannen. Gut, Freunde, ihr seht selbst, ich war auch schon ein bisschen fleißig hier. Ich habe hier noch eine Glaswand gemacht. Nee, eine Glaswand habe ich doch hier, aber ist, glaube ich, das kennt ihr noch gar nicht. Das ist eine Glaswand. Und hier die Wand, wo unsere BCU dran ist, die habe ich verstärkt aus Metall. Nee. Doch, tatsächlich, habe ich auch gemacht. Na, Mann, ich war so fleißig, habe ich schon selber vergessen. Also die Geräte hier, die wollte ich damit ein bisschen sichern, ne? Ich muss mal sagen, ich habe hier auch ein Hitzesymbol. Oh ja, gut, das ist das. Ich muss mal in die Jacke hier ausziehen. Das ist nämlich sehr warm, Freunde. Ey, ich habe eben noch zermalmt hier vor der Tür. Hat er auf Welle gemacht, geht gar nicht so was. Hat er vor allen Dingen einmal noch gegen unsere Hühnerstellchen hier gegen gebrettert. Und das wird natürlich bestraft, Freunde, ne? So. Wie sieht's aus hier? Hier könnte noch einer hin, ne? Guck mal. Glaswand, da fehlt mir ein Metallgedöns. Achso, die Sonne geht aus. Das bedeutet, ich mache diese Stromdinger mal aus. Die verbrauchen ja eigentlich gar nichts, ne, an Strom, diese Dinger. Aber ja, warum sollen wir das benutzen, ne? Wenn wir die natürliche Sonne haben, Freunde. Mir geht's nicht gut im Gemüsebereich. Ich muss ein bisschen was essen hier. Tomaten, Kartoffeln kann man so essen, seht ihr selber. Kann man roh essen, aber ihr könnt auch Gerichte damit kochen. So, mal ein bisschen lüften, zapp. Ach ja, ihr seht selbst den Ranzen der Möwe, da ist er. Seht ihr, ist am Futtern. Guck mal da, der hat seinen blonden Bart und weiße Haare da. Freunde, ihr seht selbst. Sag mal, hast du noch Eisenbahn so nebenbei gefragt, bei dir irgendwie in der Tasche? Nee, ne? Okay, dann muss ich mal gucken. Dafür brauchen wir Metall. Oh mein Gott, ist schon wieder alles leer hier, Alter. Das ist schon wieder alles leer, ey. Der ganze Ofen hier ist leer. Oder haben wir das irgendwo anders hingetan? Nee. Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben nichts mehr. Wir brauchen Masse unbedingt. Ja, was? Ich wollte die Solarzelle bauen. Wir haben ja die Materialien alle zusammen. Achso, du hast schon alles. Du brauchst nur Masse, ne? Ja. Ja, Leute, guck mal hier. Wir haben Strom. Wir haben 80 Masse im Moment. Wie viel brauchst du nochmal? Ich glaube 150. Ach du Grüne, Leute, da müssen wir wieder irgendein Zeug reinschmeißen, ne? Yeah. Hier, Geweih muss ich mal eben kurz wegbringen. Zap. Oh, Premium-Federn haben wir schon 116, Leute. Ist gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Ja, das sehe ich genauso. Und Strom haben wir genau eingegangen, ihr seht's selbst. So, das haben wir da. So, ich wollte auch noch ein bisschen mal gucken wegen der Verstärkung hier. Dafür brauchen wir das hier mal. Guckt ihr? Freunde, da brauchen wir aber... Das hier ist leer, ne? Shit. Ja, wir brauchen tatsächlich Eisen, Freunde. Ihr seht's selbst. Da müssen wir haken gehen. Bohrer sind ja aus, Freunde. Das wissen wir ja, ne? Müssen ein bisschen sparen. So, den Hammer in meiner Hand nehmen, 4-5 drücken. Heute kommt natürlich nicht die süße Pizza-Lieferantin. Heute kommt wieder so ein komischer Vogel da. So ein komischer Vogel.
Freunde, ihr hört selbst, die Möwe ist aus Rand und Band. Ich meine, auch anders, wenn du da an der Wand klopfst. Ja, der Elch hatte da wohl gegen geboxt. Freunde, die Holzwand hat 600 HP und diese Metallwand hat 1500. Also das macht schon Sinn, auf Eisen. Ein kleiner Unterschied. Ne? Eisen umzustellen. Aber ich finde es irgendwie vom Aussehen her finde ich es ein bisschen hässlich, aber gut. Ja, man kann nicht alles haben. Das sind doch die einzigen Wände, ne? Mehr gibt's ja gar nicht. Was ist das? Da gibt's ja irgendwann nochmal Farben dazu, da kann man sich noch ein. Jetzt übertreibt er, aber dann will ich ein pinkes Haus, würde ich mir da machen. Was hältst du davon? Hallo? Nee. Möwe! Ja, Leute, hier haben wir Platz gemacht für den großen Schrank. Ich will mal gucken, wie teuer der ist, Leute. Den wollen wir nicht auch nochmal bauen. Der kostet gar nicht mal so teuer. Okay, jo, den könnte man sogar fast bauen, ne? Da brauchen wir Metall für. Okay, ich muss los Metall sammeln, Freunde. Aber erstmal machen wir hier die neue Wand rein, ne? Das kommt weg. Oh Gott. So, dann haben wir nämlich alles verglast, Leute. Wir haben alles fertig gemacht mit Glas. 5. So, dass hier die Sonne einmal rüberwandern kann, weißt du? Das ist doch geil, oder, Freunde? Ihr seht selbst. Yeah. Ja. Und den Kern, den inneren, den schützen wir natürlich doppelt hier. Doppelte Verglasung. Und Metallwände. Falls ein Angriff stattfindet, dann ja, sind wir nicht sofort kaputt. Richtig. Richtig und wichtig wäre es doch. Oh Gott. Oh mein Gott. Freunde, seht ihr denn nicht, wie schlecht es mir geht? Gesundheit. Dankeschön. Ja, Leute, ich bin auf Diät. Die Möwe kann essen oder darf essen. Ich leider nicht. Möwe. Ich mach auch eine Diät. Ja. FDD. Frisst das Doppelte. Ach, jetzt will ich da schon Bretter reinmachen. Guck mal, Leute, so weit bin ich schon hier wieder. Ne? Okay, das ist fertig. Blub. Bretter könnte ich noch ein paar machen. Wo sind sie? Ja. Immer produktiv sein. Das Wirtschaftswachstum muss wachsen. Ja. Ist das nicht so, oder was? Das Wirtschaftswachstum muss wachsen. Möwe, wir wollen hier mal konstruktive Kritik nicht äußern. Ne, mit dem halben Schnabel da am Essen. Möwe. Yeah. Gut, Leute, wir machen uns fit. Fit. Wie das rumlaufen draußen. So, ach so, auspacken muss ich noch den Scheiß, bevor es da wieder schwerere denn gibt. Oh, läuft so voll. Patsch, patschi, patschi, patschi. So, hier war noch irgendwas Benzin. Ja, Leute, im Moment haben wir wirklich Benzin genug, Leute. Unglaublich, dass man sowas auch mal sagen kann, ne? Yeah. Genug Benzin. Wo gibt's denn sowas? Voll geil. So, jetzt noch ein kleines Stück und dann kräftige Essen nachher. Die Kiste ist ja auch noch voll, Alter. Das gibt's ja gar nicht, wa? Packen wir das Benzin im Schrank. Warte, machen wir den Möwe noch mal eben ganz schnell die 100 noch was Strom, ne? Probieren. So. Oh, Tigersehen habe ich auch noch. Das Ding muss ich anziehen. So, du hast deinen Stroh, deine Masse und so. Du kannst bauen. Sehr gut.
Gut, ne? Aber Futtermann erstmal fertig. Wir gehen jetzt los, Leute. Da haben wir alles, oder? 30 Pfeile. Oh, da kann ich aber was mit anfangen. Nö. Ach ja. Pfeile, das ist schon eine Menge. Ja, ne? Das ist eigentlich, sollte eigentlich jeder Standard haben. Und das geht immer so schnell leer, die Dinger. Oder wet? Yeah. Ja, Freunde, ihr seht selbst, wie genüsslich die Möwe zulangt. Mir aber auch satt, ey. Bist du schon ruhig oder was? Hast du schon beide Sachen aufgegessen? Nein. Ja gut, der frisst davon, von seinem Zeug könnte ich drei Dinger da essen, ne? Das ist der kleine Unterschied wahrscheinlich. Ich habe ja dir ein Foto geschickt, was ich so bestellt habe, ne? Wenn ich bestelle. Ja. Das ist einmal Gyros-Auflauf, ne? Mit Käse überbacken, so ein kleines Pöttchen da. Dann ein, so ein Riesenburger, also so ein, ja, normalen Burger ist es halt, ne? So was er da letztes Mal hatte. Und dann noch eine Pizza. Ich mache das immer so, Leute, das sieht immer voll verfressen aus, aber ich bestell das dann komplett so, ne? Und die Pizza lasse ich mir dann aber für nächsten Tag, weißt du? Die wärme ich dann tatsächlich auf, Leute. So esse ich dann immer. So stelle ich mir das auch nicht. Aber gut, bei der Möwe, die kann das nicht machen, weil die hat die Heizspule da kaputt, ne? Das wird natürlich ein bisschen eklig wahrscheinlich schmecken. Ja, habe ich doch repariert. Ja? Nee. Hast du schon getestet, ob das jetzt geht alles, ja? Ja, funktioniert alles, 100%ig. Neue Heizspirale reingebaut im Backofen. Ist doch gestern gekommen, habe ich doch gestern reingebaut. Wunderbar. Freunde, zwei Hühner nebeneinander. Was ist hier denn los, Alter? Natürlich gleich getestet. Nicht, dass ich hier wegflame oder so. So, ja, siehst du, das sieht gut aus. Ja, Freunde, wir hier auf der LP-Schmiede haben auch Feuerlöscher im Haushalt stehen, ne? Wir haben ja früher Experimente gemacht. Bevor die Wohnung hier in Flammen aufgeht und sowas, ne? Da muss man schon abgesichert sein. Yeah. Oder hast du mein Video noch nicht gesehen vom Silvester? Nee. Auf meinem zweiten Kanal, wo ich Knaller intern ein bisschen präpariere und so. Nee. Dann ist gut. Möwe, das kann man alles systematisch pimpern. Mein Silvester-Video, Freunde. Ne, auf meinem zweiten Kanal, ihr kennt den Kanal. Da bin ich real zu sehen und hier auf der LP-Spiele bin ich unreal. Oh Mann. Ich hab mir einen Wolf gelaufen. Oh, das ist ein Bär, ey. Was ist hier nur los? Haut mal ab, ihr Viecher, Mann. So, Solarzelle ist im Bau. Bau. Das ist unsere sechste, gell? Ja. Schön. Ja, Freunde, ihr seht selbst, wie lässig die Möwe dort sitzt. Hallo, da Freunde. Ist dann, ne? Mal ein bisschen aufwecken. Man muss immer entspannt bleiben, Freunde, das ist so. Du musst dein Mikrofon wieder ein bisschen richten, also ein bisschen abseits. Ach, ah ja, das ist ja noch ein bisschen weg, ach so. Ja, so ist schon besser, genau. Sonst passt der Burger da nicht zwischen, ne, Leute? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, so ist schon besser. Jetzt hören dich die Freunde auch wieder. Boah, jetzt habe ich die so... Oh, jetzt muss ich wieder nach unten laufen. Oh nein, oh, passt so weit. Wo ist sie denn hingepackt? Habe ich sie hier noch gelassen? Nee. Ich habe die Kiste voll gemacht, ne? Fürs Pimpen, damit du die Solarzelle gleich pimpen kannst. Ja, sehr gut. Ja, das ist schon wieder ein Hund, glaube ich, hinter mir, Leute, aber. Mal kurz gucken. Da hinten ist er. Ja, wie sieht's aus hier, Freunde? Wie geht's uns hier? Muss ja kurz gucken. Meine Notfallwaffe, die ist ja auch nicht gerade geladen jetzt hier, aber. So, unsere sechste Solarzelle, sieht sie nicht. Sechste Solarzelle haben wir schon, Freunde. Ihr seht selbst, wenn ihr sehen könntet. Hier, also 4, 5, 6. Das habe ich genug, das brauche ich. Ja. Eisenbahn natürlich, Diamanten haben wir auch genüge. Sag mal, dieser grüne Bar, wo wohnt der jetzt nochmal? War das der da am See, das Haus? Oder auch, wer war das? Auch am großen See. Bei uns oder wie? Nee, an dem großen, an dem neuen.
Leute, ihr seht selbst. Guten Tag. Dann hat er grüne Bargard getroffen, wa? Yeah. Ja, ich brauche auch Grafikkarten zum Sammeln. Oh. Nein, ich habe doch nicht in die Kiste gelegt, oder nicht? Nee, die sind doch schon alle. Ach so. Fehlt, ja, eine fehlt mir noch. Ganz toll. Die hätte ich jetzt gerade in der Tasche. Ach, Freunde, aber die Kiste war auch voll. Wir müssen diesen großen Schrank langsam mal bauen, ne? Das stört mich immer, wenn das alles voll ist, ey. Benzin musste ich schon im Kühlschrank legen, deswegen. Mewe. Passt das auch gut hin. So, ich packe jetzt erstmal alle Sachen hier wieder zurück, weil, ja, jetzt wollen wir das erstmal sammeln. Es konserviert das Essen, ne? Yeah. Das. So, Wärmchen. Was haben wir im Mai? Haben wir noch, Freunde? Hier ist schönes Wetter, ja, gefällt mir. Die Gewitter hatten wir eben, ne? Das war nicht so toll. Was ist das hier? Kartoffeln, okay. Sehr gut, wir sind ausgerüstet, Freunde, für den Kampf in der Wissenschaft. So, Leute. Wasserflasche sollte ich mir vielleicht nochmal mitnehmen. Das entspricht der Wahrheit, Freunde. Ihr hört's selbst. Ein Becherchen kann man schnell trinken. Dank. Davon eine essen oder zwei. Davon. Dann sieht das hier ja ganz schick aus alles. Zack. Ja, Tür zu. Affe los. Freunde, wir sind hier in der ersten Zone, die Subsistence mal hatte, ne? Das erste Startgebiet hier. Sieht aber ein bisschen anders aus jetzt mit den ganzen neuen Pflanzen und Blumen und so. Yeah. Ich kann mich hier schon dran erinnern, ne? Da oben haben die Deadlifts gewohnt, Freunde. Da haben sie uns immer unten angegriffen, da hinten haben wir gewohnt. Oh Gott. Ja. Aber weißt du noch, die hatten doch auch einmal so gebaut, ne, da fehlte eine Wand und da konnten wir da immer reinhüpfen, ne? Ja. Und dann konnten wir die Kiste der Deadlifts immer plündern, Alter. Weil die... Als es damals noch keinen Multiplayer gab, da habe ich ja meinen ersten Wohnsitz habe ich da gehabt bei Tiger Nummer 2. Und das war schon ein ganz schöner harter Kampf, immer bis zum Wasser zu laufen. Also das macht wirklich Sinn, dass man direkt am Wasser baut, ne? Allein wir nehmen Gießen und so, überleg mal, ne? Ja. Früher haben wir immer im Trockenen gebaut hier. Also ehrlich. Oh, ich höre jemanden klopfen hier am See. Das kann nicht die Möwe sein, Leute. Ja, auch Holz klopfen. Hast du die Tür zugemacht? Bist du rausgegangen? Da ist der grüne Bar. Hast du unsere Tür zugemacht? Ne, ich glaube nicht. Weil du bist doch da gewesen, du Lümmel. Oh, dann gehe ich da lieber nochmal gucken. Ja, hier ist grüne Bar. Der wohnt unterm Felsen, Leute. Hat er sich schick gemacht. Bist du am neuen See? Ich glaube ich mal. Nee, ich bin irgendwie so einem alten kleinen See. Okay. Oh, das ist. Diese Kosten denn. Diese hier Kosten ist. Das ist einfach teuer jetzt alles geworden, Alter. Wann kostet das denn noch sehen? Das ist ja voll fies. Leute, hab ich zugemacht. Man weiß ja nie, Freunde. Ein kleines Geschenk machen dem grüne Bar, dann freut er sich bestimmt, ne? Yeah. Bleibst du hier, du Lümmel? Der läuft da weg. Was willst du denn machen für ein Geschenk? Also ein kleiner Pulli, der läuft hier noch nackt rum. Aber warte mal kurz. Du kleiner Pupsi-Bärli, du. So, guck an. Freut er sich bestimmt, ne? Ja, das können wir auch noch haben. Guck an, hier baut er sich zurecht, war schön. Die Kiste hier, ey. Was war denn für eine Kiste? Also da ist so ein Stein und da ist so eine Höhle und da hat er dann so zugemacht, weißt du? Okay. Also eine Tür
Also der hat, ja, das ist gar nicht mal schlecht, Alter. Der spart auf jeden Fall. Der braucht nur eine vordere Seite, weil hinter ihm die Höhle ist, weißt du? Okay. Der spart natürlich eine Menge Material, Alter. Der braucht nur eine Wand ziehen. Das war denn sein Haus. Okay. Ne? Ach so, jetzt weiß ich ja, wo der ist. Ach ja. Das ist, glaube ich, Tiger 3 oder so, ne? Oder? Tiger Nummer 3 da in der Nähe, oder ne? Ja, ich glaube, das ist schon Tiger 3 hier, ne, Leute? Ich bin mir unsicher. Oder 2. Ne, 3. Da hinten ist hier den Baum. Diesen großen. Ich muss auch noch mal tauchen in den nächsten Folgen irgendwo. Ich muss da unten. Was brauchst du denn? Den Eingang da noch machen. Ich dachte, hey, das hast du doch letztes Mal schon gemacht, Knödel. Ja, aber da habe ich ja nur eine Plattform dahin. Ach so. Ja, ich will auch mal. Ich werde auch gerne. Kein anderer mehr bauen kann, ne? Ich werde auch gerne mal mit dir mit zusammen da wieder runter, weißt du? Ja, da brauchen wir, müssen wir erstmal noch mal wieder eine zweite Taucherausrüstung basteln. Die war gar nicht mal so billig. Wieso? Ah, scheiße, wir haben gar nicht die Öfen angeguckt, glaube ich. Oh, also, nein. Ich hatte reingeschmissen, bevor ich gegangen bin. Ja? Ja, du warst ja am Essen, da habe ich noch alles voll gemacht. Aber gut, es hält ja meistens immer nicht so lange, der ganze Schrott da, ne? Aber Freunde, ich will auch mal wieder ein bisschen raus hier die Welt erkunden. Das ist halt so, ne? Ist halt nur mal ein bisschen blöd, weil wir die Asche halt auch ein bisschen brauchen. Mhm. Ist ja auch alles nicht. Aber wir sind schon so weit, dass wir das schnell wieder alles im Laufen kriegen. Daher mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen. Bleibst du wohl hier. Das stimmt, Freunde. Es ist gleich meine Hacke unter Wasser kaputt gegangen, also sowas da. Nebengesimmelt. Kopfschuss. Aber wieso ist grüne Bar denn so weit weg von uns? Mag der uns nicht? Aber vom Platz her ist es gar nicht so schlecht. Der kleine See ist bei ihm gleich um die Ecke, weißt du? Ja. Aber ich weiß nicht, ne? Das ist mir halt zu wenig hier bei so einem großen See. Da kannst du viel besser angeln und alles Mögliche. Mhm. Naja, wir haben auch die Höhle da, ne? Die Haupthöhle. Das ist ja auch neu. Haben wir auch irgendwie Glück, ne? Wir haben ja vorher da auch gewohnt, ja. Ohne die Höhle, Leute. Da gab es die Höhle ja, noch gar nicht. Da gab es ja die Höhle auch noch nicht. Nee, ne? Beim Sommerhaus, wo wir da gewohnt haben. Da gab's die Höhle noch nicht, Freunde. Mit den Deadlifts da drinne. Freunde, ihr seht selbst. Eisenerz abbauen, Eisenerz. Wir brauchen noch jede Menge Erz. Was ist denn heute los, ey? Ich hab über 50 Pfeile, du. Ich finde nur Hühner, ey. Die ganze Zeit. Was ist denn heute anders wie sonst? Du bist mein Huhn. Möwe. Willst du mir auch gerne die Federn rausreißen, oder was, du Lämme? Na klar. Na. Immer doch. Immer doch. Freunde, da habt ihr es wieder gehört. Freunde, ihr seht selbst an der Nahrung der Möwe, dass die Möwe der bestbezahlteste Mitarbeiter hier von der LP-Schmiede ist. Hätte ich hier Hunger, ne, hat er natürlich einen dicken Burger und die fette Pizza da, Alter. ja, ne. Jetzt kann man das alles sehen, ne, kann er nicht mehr verheimlichen. Sein Reichtum. sein Reichtum kann man nicht mehr ne? Nein. Alles gut. Reichtum wäre schön. Ja, wir sind reich an Erfahrung, oder? Aber Freunde, wenn ich der bestbezahlteste Mitarbeiter hier wäre, dann würde ich hier kein Burger oder Pizza essen. Dann würde ich hier Steak aus dem Angus Beef. Oh, jetzt kaut da einen raus hier, Leute. Angus Beef, ey. Gibt's nur zwei. Oh, shit, ey. Mich greift ein Vieh hier an, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das gesehen? Beim Steineklopfen beißt der mir hinten in den Achtern rein, der Hund. Das hab ich auch schon gehabt. Steineklopfen geht auch gar nicht. Du meinst wohl Erz. Ja. Das sind ja auch Steine, oder nicht? Möwe! Nee. Erz halt.
Ja, aber Freunde, ihr seht selbst. Los, ab nach Santa Fu, Steine klauben. Wie findest Santa Fu? Gut, und du nee. Kennst du noch Fu von früher? Das war die Puppe, ne? Ja, genau. Diese Handpuppe da. Ja, ich hatte so einen orangen Fu. Ach, Freunde. Ja, 50. Die Pfeile kannst du nur zu 50er Hümpeln stapeln, Leute. So viel haben wir schon hier. Unglaublich, wa? Das bin ich ja gar nicht gewohnt hier. Das ist schon ein bisschen krass, ne? So, jetzt sind wir gestärkt. Jetzt können wir wieder ein bisschen laufen. Ich habe jetzt für den Notfall habe ich jetzt auch mal Krücken am Start hier, also. Oh, lebensnotwendig, die Dinger seid ihr. Aber eigentlich, wo der mich gehauen hat und du hast das gesehen, ne? Ja. Ja, da habe ich dann schon den Finger immer auf die Taste, wo die Krücke ist, weißt du? Yeah. Weil die musst du schnell drücken, sonst bist du weg. Weil wenn dir einmal die Knochen gebrochen sind, ne? Ah, das kenne ich irgendwoher. Ja. Der U-Boot-Elch. Auf einmal senkt er den Kopf und läuft los wie ein Torpedo. Macht er das oder was? Das habe ich noch gar nicht beobachtet bei ihm. Rein. Noch viel lustiger sieht das aus im Wasser. Auf einmal Kopf nach unten wie hier in diese Superschwimmer. Geht mal so. Ja, halb untertauchen. Dann geht er ab. Wie eine Rakete, ne? Ja, das ist ein Raketen-Elch. Torpedo-Elch können wir ihn auch nennen eigentlich. Ja, der tut sogar richtig Aua, Leute, wenn er einhaut. Ja, der will dich nur auf seine Hörner nehmen. Mm. Der will dich nur mit dir spielen. Immerhin macht er keinen Karate-Kick da wie die Bären. Oh, das ist ja kein wirklicher Karate-Mut da. Ja, so ehrlich, Bud Spencer, Kopf abreißen. Also, was ist das denn für eine Kampfart, ey? Mal eben die Birne da zerquetschen, Alter. Was ist sowas denn? Das ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. Das nee, die Bären sind aber nicht mehr normal hier in dem Spiel, ey. Ja, Freunde, ihr hört selbst. SK 18, Freunde. Doch, ne, oder? Was? Es sieht so zumindest so aus, ne, wie der das macht, ne? Ja. Leute, ich habe das testen wollen, ne, aber der hat mich normal zerlegt, der Bär. Ja, ich glaube, das muss man auch irgendwie einstellen, den Move. Einstellen? Keine Ahnung. Brutalität des Bären. Aber ich habe da einen Haken reingemacht, also okay. Aber mir ist gerade eingefallen, dass Subsistence die Options vertauscht. Wenn du einen Haken reinmachst, heißt das Nein. Okay. Dann habe ich es deaktiviert. So wird das sein. Meinst du? Ja. Wenn du, das siehst du bei Fenstermod. Wenn du Fenstermod einen Haken hast, dann hast du Vollbild. Deswegen hat er das auch nicht gemacht, der Bär. Ah. Ja gut, hier so, wenn die einen so zerlegen, hier, das reicht ja auch, ne? Yeah. Dass der da überhaupt so viel Wert drauf legt, dass die Tiere da so eine Sequenz haben, dass sie einen zerfetzen, Alter. Weißt du, wie ich... Oh, das fand er wohl cool. Lol. Weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt unbedingt so gut auch. Ich hab echt gedacht, Leute, ab jetzt ist der Tag vorbei, wo wir hier werbefreundlich sein können. Aber er war ja so schlau und hat gleich eine Option reingemacht. Anzeigen oder nicht anzeigen, ne? Werbefreundlichkeit heißt, Freunde, dass ihr noch vernünftig schlafen könnt und wir euch nicht irgendwelche Albträume bescheren hier. Das ist doch gut, ne? Oder nicht? Was hast du dazu? Seht ihr, Freunde? Ja, Freunde, so ist das. Ja, was... Ist irgendwie nichts los, ey. Braucht doch noch mehr Erz. So geht das doch nicht. Bist du zu Hause oder wo? Bin ziemlich weit weg, glaub. Und alles vergammelt, ey. Hauptsache Strom ist nicht vergammelt. Na, ach, Strom. Ja gut, du hast ja was gebaut, ne? Von daher weiß ich jetzt nicht. Kannst du eigentlich pimpen noch irgendwie? Ja. Aber fehlt natürlich auch wieder Masse und hier diese komischen Ollen. Grafikkarte ist. Ach so. Oder Platin vielmehr. Die Dinger korrekt, damit wir wieder nicht komische Symptome hier kriegen. Elektrische Bauteile, so. Was die Grafikkarte heißt oder was? Ja. Muss ich gleich mal gucken. Wird aber gerade gejagt.
Was ganz Handelsposten benutze ich als Bärenschutz. Ja, der wird jetzt dankbar sein, wenn er wieder einloggt. Er wird dich mit einer Kugel empfangen. Ist das ein Kackvieh hier? Weil Leute, ihr seht. Oh ne, jetzt wird's dunkel oder was? Bald unbedingt auch ein paar Dietriche bauen für Premium-Kisten, Freunde. Wieso siehst du so viele? Nee, aber guck mal weg. Wewe! Früher sind wir immer mit zwei Dietrichen da losgelaufen. Früher, da hatten wir auch noch den, ne? Kaiser, ja, ja. Bist du? Heute haben wir Euro im Spiel, da geht das nicht mehr. Können wir uns nicht mehr leisten jetzt. Deswegen sage ich ja halt erst, ne? Wir brauchen diesen Wirtschaftsaufschwung. Hier irgendwie ein Tier, Leute. Ich glaube, da ist ein Elch. Hier so ein. Sag schnell. So ein Speicher wollte ich auch nochmal bauen. Eigentlich brauchen wir noch beide. Tatsächlich, da ist ein Elch, Leute. Guck mal. Oh, jetzt läuft er weg. Penner. Ich kann schon wieder nichts sehen hier. Irgendwas knurrt mich an und es ist alles so tief dunkel. Da hier. Freunde, in der Nacht ist nicht gut Kirschen essen mit den Tieren. Tiere sind manchmal sauer, Leute. Aber auch nur manchmal. Ja, Freunde, ihr seht's selbst. Da. Na, ich wollte eigentlich was kochen. Mir ist es hier aber gerade zu viel. Was wollte ich? Achso, nee, hier wollte ich hin. So. Den Brenner anwerfen. Dann habe ich Munition für die Möwe. Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Ich freue mich immer, wenn ich was geschenkt bekomme. Möwe, du musst doch mal spartanisch sein. Ich bin sehr spartanisch. Kann das hier mal automatisch angehen hier mit diesen Beten, dass das Licht irgendwie tagsüber angeht, Alter. Nachts meine ich. Das würde mir ein bisschen Arbeit ersparen. Aber nur ein bisschen. Immerhin ein paar Samen bekommen, Freunde. Ihr seht es selbst. Hühnchen, komm, Hühnchen, komm. Lass doch die Viecher da mal, also ehrlich. Komm, Hühnchen. Bleib stehen, Hühnchen. Oh, das Turbohuhn, Alter Schwede, das läuft, ohne einmal hier anzuhalten. Du musst doch immer die Viecher ärgern. Oh nein, jetzt habe ich mir wieder einen Bären eingefangen. Freunde, ihr seht selbst. Alter Schwede, was ist das denn diesmal für ein Hühnchen hier? Das will ich gar nicht anhalten. Oh, toll, und jetzt läuft es in die andere Richtung. Ganz toll. Ah, der Bär ist auch noch. Ja, hier ist auch dieser Elch, der macht hier auf Welle, Alter. Den muss ich gleich klatschen, Leute. Das tut mir leid. Aber es geht so nicht, ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Alter! Meine Güte, dann hält mich dieser olle Baum hier. Alter, das habe ich ja noch nie gehabt. Alter Schwede, wo will der hier ganz hinlaufen? Oh, und wieder zum Wolf, ey. Du läufst die ganze Zeit hinterher, ey. Und dann läuft das Vieh wohin? Natürlich zum. So, damit dafür habe ich dich jetzt abgeschossen. Selber schuld. Ich wollte dich am Leben lassen. Du wolltest nicht. Wollte der nicht? Nee. Ja, meine ganze Ausdauer habe ich weggerannt. Oh nein. Warum denn hier? So, ich hab schon wieder. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Ich glaube, die Folge ist schon wieder zu Ende, wa? Shit. Ja, es ist schon wieder Nacht, Leute. Ich bin fast gar nicht aufgefallen von lauter Dunkelheit. So.
Ja, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Diese Folge hat ein Ende im Gelände. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt Survival im, am See, in der Wildnis zwischen Bär, Wolf und Co. Und das ist es auch schon im Grow. Ja, und bald noch wieder die Jäger. Na gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin heißt es wieder ciao, ciao, bella, bella, paka, paka und ciao.